Meine persönliche erste Erfahrung war eigentlich die Bankenkrise, Eurokrise. Ja. Okay. Ich bin ja Professorin für Europapolitik, das heißt, da kannte ich mich sehr gut aus. Und als dann sehr schnell im Zuge dieser Bankenkrise auf einmal erzählt wurde, es ist eine Eurokrise, obwohl der Euro überhaupt kein Problem hatte. Ja, der Euro war ja stabil im Wechselkurs, stabil in der Inflation. Das heißt, der Euro war eigentlich die Rettung der Bankenkrise. Ja, aber wir haben immer von einer Eurokrise geredet und dann waren auf einmal die Schuldigen die Griechen mit ihrer Mineralölsteuer oder was auch immer, die faulen Griechen. Da habe ich mir schon gedacht, was ist denn das für eine Erzählung? Das stimmt ja hinten und vorne nicht, ja? Und da bin ich dann sehr hellhörig geworden. Insofern hatte ich bei Corona, sagen wir mal so, den zweiten Déjà-vu-Reflex. Der war nur insofern massiver, als dass sozusagen die Deckelung der Meinung oder der Deutung nochmal massiver war.